Komm sofort, ja? Alle an dem Main. Mit dem Supermarkt ist ja alles drin. Thank you.
Mein Name ist Horst Slifkan. Ich bin in den Garten gegangen und habe die riesen Rauchwolke gesehen. Und da meine Schwiegermutter in der Nähe wohnt, bin ich dann mal gucken gegangen, ob in der Ecke, sprich die Wohnung, alles in Ordnung ist, ob da nichts passiert ist. Ja, und dann sah ich, was hier gebacken war. Ja, was haben Sie da genau gesehen? Hier war Rauchwolken und Flammen aus dem Rewe, die da rausschlugen. Ja, was können Sie denn zu dem Feuerwehreinsatz sagen? Wo holen die auch das Wasser her? Das Wasser holen sie teilweise, habe ich jetzt eben gesehen, vom Friedhof. Und die Wasserschläuche, die gehen hoch bis zum Hallenbad. Die benutzen jeden Hydranten, der hier in der Nähe verfügbar ist. Mein Name ist Daniel Rau, Brandamtmann der Feuerwehr Frechen. Die Feuerwehr Frechen wurde hier heute zu einem Feuer in einer Verkaufsstätte alarmiert. Das Gebäude hat einen Totalschaden erlitten. Es hat Teileinstürze des Daches sowie der Fassade gegeben. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt sind 200 Feuerwehrkräfte im Einsatz. Diese sind aus dem Rhein-Erft-Kreis sowie der Stadt Köln tätig. Derzeit beklagen wir 2 verletzte Feuerwehrleute. Die Dauer der Maßnahmen ist bedingt absehbar, wird sich aber auf 4 bis 5 Stunden beziehen. Was können Sie zu dem Brand selber sagen vielleicht? Was ist ja die Schwierigkeit? Zum jetzigen Zeitpunkt können wir leider nichts sagen. Also beim Eintreffen der Feuerwehr hat es in der Verkaufsstätte gebrannt. Das Ausmaß ist derzeit nicht klar. Steht hier eine Gefahr für die Bevölkerung oder bestand hier eine Gefahr für die Bevölkerung aufgrund der Rauchgase? Es hat sehr umfängliche Rauchgase gegeben, hier gerade im Bereich der näheren Einsatzstelle. Entsprechende Warnungen durch die Polizei und die Medien sind unsererseits erfolgt. Des Weiteren hat es einen Messzug gegeben, der sehr umfänglich Messungen unmittelbar im Umkreis der Einsatzstelle gemacht hat, aber auch in weiteren Entfernungen. Entsprechende Warnungen wurden herausgegeben. Die Personen sollten sich in Gebäuden aufhalten, Fenster und Türen schließen.